Und damit blicken wir jetzt auf den Krieg in der Ukraine. Die Tschonga-Brücke, die die von Russland annektierte Krim mit der Region Cherson verbindet, ist in der Nacht von einer Rakete der Ukraine getroffen worden, heißt es von russischer Seite. Die Brücke führt von der Halbinsel im Süden des Landes auf das ukrainische Festland. In der Fahrbahn klafft ein großes Loch. Die Ukraine hätte britische Raketen vom Typ Storm Shadow eingesetzt, teilte der russische Gouverneur in Cherson auf Telegram mit. Opfer gebe es keine. Er sprach, anders sein Amtskollege, auf der Krim von mehreren beschädigten Brücken bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnviertel einer Stadt in der Region Donezk im Osten des Landes. Wurden Häuser zerstört und mehrere Bewohner verletzt.